Platz 11. Zinnfiguren. Ohne Lupe geht gar nichts. Wer 30 mm hohe Zinnsoldaten möglichst original und detailgetreu bemalen will, braucht eine ruhige Hand. Die drei Herren sind Mitglieder in einem Verein für Freunde und Sammler kulturhistorischer Zinnfiguren. Doch die Zeiten sind vorbei, in denen vor allem Soldaten bemalt wurden. Ich habe angefangen und habe mir ganz freudestrahlt, als ich im Verein angefangen habe, den alten Fritz mal gemalt. Als vollplastische Figur, 90 mm, riesengroß. Und ich fand die wunderbar und stell die dann im Verein vor. Da kommt dann schon ein Sammler, der länger bei dem Verein dabei war. Und sagt die Figur, sagt der Kleine, die Figur ist scheiße. Ich sage, was ist denn? Scheiße. Ja, warum? Ja, die Hose hat eine andere Farbe gehabt, dann hat er so und so viele Knöpfe und die hatten auch eine andere Farbe. Du, der Malter, das ist ein bunter Mann, aber kein alter Fritz. Und jetzt fahre ich mir schon, nee, so versuchte zivil machen, aber Soldaten machst du nicht so oft, außer ich bekomme mal irgendeinen Freund, sagt, da kannst du mir mal einen Soldaten malen, sonst mache ich nicht gerne. Die alten Zinnfigurenvereine haben Nachwuchsprobleme, denn jüngere Leute frönen diesem Hobby mittlerweile anderswo. Im Hinterzimmer von Battlefield, einem Laden für Fantasy-Figuren und Tabletop-Spiele, treffen sie sich zum gemeinsamen Pinseln. Also ich habe mit dem Zeug angefangen hier. Jetzt bin ich bei sowas. Ja, also irgendwann hast du auch dann mal keine Lust mehr, nur flache zu bemalen, sondern auch was anderes. Und dann auch witzige Sachen. Also mittlerweile gibt es ja auch in der Comic-Branche und der Fantasy und so weiter und Unmengen. Also es gibt nicht nur Zinnsoldaten. Ja, wie sie alle sagen, immer diese Zinnsoldaten. Wer malt, sammelt auch die teuren Figuren. Aber irgendwann wird der Platz knapp. Wenn man da nicht irgendwann mal, vielleicht so wie Icke, an die Grenzen des Platzes stößt, wo man sagt, okay, jetzt ist kein Platz mehr da, um irgendwann unterzubringen, dann hört man eigentlich auf erstmal. Dann zieht man um. Ja gut, weiß ich, dass man dann umzieht. Du lagerst ja schon alles im Schlafzimmer. Also ich lager alles schon im Schlafzimmer. Also wenn ich ins Schlafzimmer mit meinen Sachen kommen würde, dann würde meine Frau mich ja mit dir rausjagen. Lustig ist, wenn ein weibliches Wesen bei mir übernachtet, die eine hat mal die Augen morgens aufgemacht, hat gesagt, hat immer so links, immer rechts geguckt und meinte dann mit der Inbrunst der Überzeugung zu mir, sie, wenn sie nicht wüsste, dass sie in einer privaten Wohnung übernachtet hat, würde sie sagen, sie ist irgendwo in einem Geschäft eingeschlafen und aufgewacht. Viele lassen ihre liebevoll gestalteten Figuren nicht im Regal verstauben, sondern benutzen sie für sogenannte Tabletop-Spiele. Es geht im Endeffekt darum, man kann Schlachten aus der Antike nachspielen. Und wir werden jetzt hier gerade so ein römisches Duell gegen Inder nachstellen. Und da kommen, das simuliert jetzt gerade ein Schlachtfeld hier und die Truppen kommen nach und nach auf das Schlachtfeld drauf. Wir bauen jetzt gerade die Truppen wechselweise auf. Ein paar Stunden Zeit sollte man schon mitbringen für dieses komplexe Strategiespiel.